So, Breaky fragt, warum ist die neue Website so lässig geworden? Weil warum? Ganz einfach, weil wir über 1,5 Jahre daran gearbeitet haben. Ja. Chris, nochmal ein Dank an dich. Ein Dank an dich, Lukas. Ja. Konzeptionierung, so. Grafikdesign, so, lieber Christian, Programmierung, wieso, alles von okay. uns. Wieso könnte ich eventuell einen Keks haben? Nein. Aber haben wir gar nicht. Da. Cookies sind deaktiviert. So. Ja. Chris, warum hast du dir diesen Schamhaarbart wachsen lassen? Du hörst dich immer mehr an Peter Ludolf. Naja, Nudeln können wir machen warm, Nudeln können wir machen kalt, sag ich mal. Das Lustige ist, dass du halt das wirklich heute den ganzen Tag zitiert hast. Ja, ich hab's heute den ganzen Tag gesagt. Nudeln können wir machen warm, so. Nudeln können wir machen kalt. So, bla 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 bla, die hatten wir schon alle. Bla 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 bla. Die absolute Überfrage von Nitramer. Wie und wo um alles in der Welt kam das Video Lukas bekommt die Haare geföhnt zustande? Das können wir gerne erklären. Ja, und zwar waren wir in München beim Evolution Soccer Event, wo er den grandiosen ersten Platz gemacht hat. Ich bin plus gegen Torschützenkönig. Plus Torschützenkönig. Ich bin gegen den Zweitplatzierten rausgeflogen, leider. Und da waren wir im Hotel, hatten ein Zimmer, natürlich nur das Beste vom Besten, ja. Dank Konami. Ja. Ja. Und 1,5 Sterne. 1,5 Sterne, danke Konami, es war wunderschön. Und da kam uns die grandiose Idee, hey, Lukas darf nicht mit nassen Haaren raus, sonst erkältet er sich. Ja, da habe ich noch gesagt, Chris, was tun wir? Was tun wir? Da habe ich gesagt, ich als Friseurlehrling damals, ja, sieht man ja, habe da einen Trick. Wir könnten die Haare föhnen. Das Lustige ist, wir planen jetzt, das ist nur so ein kleiner Teaser, ja. Schon Haare föhnen Teil 2. Haare föhnen reloaded. Nächste Woche fahren wir nämlich wieder nach München, wieder zu Konami. Wieder in 1,5 Sterne Hotels. Leider werden wir nicht in einem Zimmer Platz nehmen, nachdem ich in dieser Nacht, wo wir leider ein Doppelbett teilen müssen, mussten. Das war richtig grauenvoll. Ja, nachdem ich da nicht ein Auge zugedrückt habe, weil sich einfach Chris die ganze Zeit. Nein, nicht wieder schlagen, bitte! Und nein, da ich am nächsten Tag Auto fahren musste, dachte ich mir, nochmal werde ich das mir nicht antun, mit solchen roten Augen aufzuwachen. Dafür schläft er jetzt mit unserem Video-Hoshi zusammen, der beim letzten Mal ungefähr 1,5 Liter Blut verloren hat. Beim Schlafen. Mitten in der Nacht. Das ist kein Witz. Er ist aufgewacht in einer Blutfuze. Na und Nasenbluten ist halt, weißt du, das haben viele Menschen. Ja, das ist gut. Du brauchst jetzt nicht drüber lachen, weißt du? Aber ja, dann lieber habe ich halt Nasenbluten, als halt hier eine haarige Heizung bei mir im Doppelbett. So. Ja. Stibo fragt, wieso hast du immer so ein dreistes Grinsen auf deinen Bildern, Chris? Weil ich halt der kleine Bruder von James Dean bin. Ja, weil der immer so schelmisch gelacht ja, hat. Ja, klar. So, Roberto 3000 fragt, ihr seid doch bestimmt Raubkopierer. Nein. Nope. So, Dr. Atze. Nee, auch doof. Wann bekomme ich endlich die erste ICQ-Nachricht von eigentlich euch? Hättest du schon mehrere bekommen müssen. Wenn das nicht geklappt hat, schickt mir einen. Mir, jetzt habe ich natürlich verraten, das ist unser Account. Ein Friend Request. Ja. Ja, genau. So, SLI fragt, Ed Chris, wollt mal fragen, wieso bei all deinen Profilbildern deine Haare so schön glänzen? Das wird wohl kaum gel sein. Doch, nein, das Ding ist, ich gehe jeden, immer wenn ich, bevor ich rausgehe, gehe ich duschen und ich habe keinen Föhn. Das halte ich für ein Gerücht. Nee, das ist wirklich so. Und dann, ja, nee, gewaschen, das glaubt mir eh keiner. Also ich wasch mir die Haare nie. Es ist einfach nur fettig. Die Sache ist, er hat eine Fritteuse. Und dann macht er die mal an. Dann denken wir uns, oh, diese Fritteuse. Und dann, tschack. Nach hinten und dann sehe ich schön aus. Und der Oma-Look ist perfekt. Ja, so. Auch ihr wollt den Oma-Look. Kauft Tito, euch diese Fritteuse. Tito fragt, wann gewinne ich bei euch endlich mal was? Tja, mach halt öfter mit. Ja. Marco Mertin fragt, wie viel ist eigentlich 5 plus 5? Chris, jetzt die Frage an dich. 10. Nice, ich bin der Größte. High five. So, White Shadow fragt, warum habe ich nicht beim Relaunch-Gewinnspiel gewonnen? Weil du ein Idiot bist. Frag das die Glücksfee, verdammte Ja. So, Weigandwurt fragt, ich sage mal, Chris, hau Nein, den Lukas. Nein, muss jetzt nicht. Okay. Und okay. Meine Frage, wo kann ich mein Passwort ändern? Gar nicht. Ja, okay. Nee, passt schon. Dann fragt halt Michi Weigand ja. nicht mehr, dass du mich... Mighty Sheep fragt, warum baut die Bahn an der Strecke zwischen Berlin und Hamburg schon wieder und versaut den Plan so derbe, dass ich fast 4 Stunden nach Hamburg brauche. Mit dem Auto wären es 2 Stunden, aber leider nicht für den Preis. Dann hol dir halt eine Wohnung in Berlin, verdammt Echt? Scheiße. Käse zum Wein, so. Was soll das? So, Death Metal fragt, wie kommt der Mensch, welcher das Schneerollmobil fährt, morgens zur Arbeit? Da fragen wir doch mal am besten Homer Simpson.
Homer. Mr. Plow. Mr. Plow. Ja, natürlich mit dem Schneeräumer. Was denn sonst? Übrigens hier, der Vater von meinem Kumpel, der ist Schneeräumer. Der Echt? Ist quasi Mr. Plow. Ja. Aber der Opa von deinem Kumpel war die deutsche Stimme von Darth Vader. Das hast du auch noch nie erzählt. Das ist ja nicht so interessant. So. Aber das ist ja einfach ein Schneemobil, hat schon. Gummi-Rainer fragt, wieso lässt sich Chris immer alles gefallen? Naja, weil ich weniger verdiene. Eben. Ich bin in der Hackordnung der coolsten Menschen der Welt, bin ich nur auf Platz 2. Halt endlich dein Maul. So, Sebastian91 fragt, warum seid ihr eigentlich so göttlich? Kann man das lernen? Nope. Du wirst entweder so geboren oder... Du kaufst es nicht. So, 10 Euro an meinem PayPal-Konto und ich kann dir vielleicht einige Tipps geben. O'Neill fragt, glaubt ihr an das fliegende Spaghetti-Monster? Aber sowas von, wir sind Pastafaris for life. Ramen, Alter, Ramen! Pastafari! So, Warlord, nein, mein Freund wieder. Warlord fragt, Lukas, bitte schlag Chris für mich. Ich muss es nochmal zeigen. Nein, du brauchst es nicht zeigen, Alter, wir sind jetzt diesmal schon viel zu weit. Diesmal irre ich mich auch nicht. Da, bitte schlag. Da. Deswegen, das willst du diesmal aufstehen? Nein. Es kommt ganz sicher noch 10 Mal, dass du mich schlagen sollst. Mit was könnte ich dich schlagen? Mit dem Laptop würde ich gerne schlagen, aber es ist leider mein Arbeitsgerät. Komm, noch einmal hier. Danke. 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 Danke, hören Sie auf. Stoppen Sie's. So. Ja. Locked B, oder keine Ahnung, wie der heißt. Wer von euch arbeitet mehr und wer von euch arbeitet länger? Arbeiten tun wir generell nicht. Ja. Sieht ist einfach hier. So. Ja. Juli fragt... Was ist denn an der neuen PCA-Seite besser als an der alten? Was alles. Vermisst ihr? Und nichts. So, wer kann von euch mehr Bier trinken? Schaut uns an, natürlich der Chris. Ja. Wir waren am Samstag jetzt in der Kneipe. Ja. Und nach 5 Minuten war schon 1,5 Liter geleert. Um 12.55 Uhr. Das ist aber, kein Witz ja, an einem aber, Samstag. Aber es war leckeres Kilkenny, muss ich dazu sagen. Und danach folgten ja noch 4. Obwohl ich nur 3 bezahlt habe. Es tut mir leid, lieber Barmann. Echt? Nee, der war eine coole Sache, deswegen habe ich ihn nicht beschissen. Aber sonst, immer scheiße. Ruhig bescheißen einfach. Einfach sagen, ich habe nichts getrunken. Ich habe nichts getrunken, Herr Barmann. So. Kommentar 100. Ja, haben wir schon schnell vorbei. Haben wir schon die Hälfte nach 30 Minuten. Demolition Who fragt, 30 Minuten. Die Weltwirtschaftskrise hat mich fest in den finanziellen Ruin getrieben. Wie schaut es punkto diesen Themas bei der PCA aus? Musstet ihr irgendwo einsparen? Musstet ihr eure Hightech-Computer-Ausrüstung verkaufen, um Chris S-Gewohnheiten weiter finanzieren zu können? Wir haben technische Sparmaßnahmen ergreifen müssen. Der Greenscreen wurde durch einen deutlich günstigeren Red Screen ersetzt. Ja, wie ihr da seht. Das ansonsten, also ich fahre jetzt eigentlich auch immer mit Diesel mit meinem Lamborghini halt zum Verlag. Ansonsten hat sich irgendwas geändert? Naja, ich muss immer noch auf Kerosin. Ich halt, die, anders geht's ja halt nicht mehr. Ich habe die PS3 für mein Klo jetzt abbestellt. Echt? Jetzt habe ich nur einen PC dort. Und eine Xbox, aber keine PS3 mehr auf dem Klo. Stimmt, ich hab am Samstag die Nutten- und Crack-Party absagen müssen. Echt? Ja. Also die jetzt um 18 Uhr, ja? Die um 18 aber Uhr, ja. Nee, 20 Uhr steht noch. 20 Uhr steht okay. noch. So, ja. 101, wenn, fragt wieder, warum kostet Fragen eigentlich nichts? Naja, kannst du gerne zahlen, wenn du willst. Sau dumm, fragt... Warum war der Relaunch an einem Freitag, den 13.? Das haben wir uns im Nachhinein auch gefragt. Ja, war nicht so geil. Warum wird Chris in den Trailer-Analysen immer gedacht? Weil er es verdient hat? Weil er es verdient. TK fragt, warum sind Milch- und Safttüten so scheiße zu öffnen? Da habe ich wirklich schon oft drüber nachgedacht. Die Leute versuchen die ja immer zu verbessern. Es gibt ja eigentlich alle 2 Wochen einen neuen Verschluss. Ja? Und immer ist er beschissener als der zuvor. Man hat sich gerade daran gewöhnt, man muss ziehen, aber zeitgleich auch ein bisschen drücken, damit der Unterdruck halt weggeht. Ja? Und bei der nächsten Packung ist das genau der Fehler. Und das ganze Scheißzeug spritzt einem ins Gesicht. Danke, ich habe schon drüber nachgedacht. Ja.